Jo, und willkommen zurück beim letzten Livestream für heute auf jeden Fall, nachdem ich den ganzen Nachmittag schon mit den Jungs von der FS Cloud ja fast die halbe Welt bereist habe, um Fanta zurückzubringen, also mit den guten Nikolaus von gestern wieder nach Hause zurückzubringen mit dem großen Event hier im Zuge dieses Events. Und ja, wir treten, oder ich zumindest, wahrscheinlich als einer der letzten, trete das letzte Stückchen der Route an von Oslo nach Keflavik. Und ja, da werde ich wahrscheinlich während des Reiseflugs auch noch mal ein paar Minütchen weg sein. Aber auf jeden Fall dann ja, euch alleine mit einer doch interessanten Gruppe lassen. Also keine Angst. Ihr werdet hier weiterhin noch unterhalten. Gut, dann mache ich mich jetzt mal ganz schnell dran, mein Flugzeug wieder aufzusetzen, wie immer. Ich gehe Wir zum Final beißen Guga. ja nicht. Okay. Dann wir beißen ja nicht. Außer vielleicht jetzt, weil ich Hunger habe. Genau, beim HP wäre ich mir jetzt nicht mehr so sicher, wenn er jetzt wahrscheinlich kein Abendessen mehr bekommt. Böses HP aus. Wenn schon die Zähne in den Tischkante hauen. So fehlt noch was von da ist, HP, so oft wie wir schon auf Holz geklopft haben, ne? Das auch wieder recht. Ach Gott, wo stehe ich denn rum? Naja, okay. Wettermap verheißt aber noch nichts Gutes da, du. Der Sturm oder? Alles. Alles. Alles, was alles in hier gibt, zeige ich dir mir Eis, an. Regen, Schnee, Gewitter, Ja, Regen, Donner, Superzelle. Eben das Windschirm, volle Programm. Tornado. Hurricane. Dann drehe ich aber um, du. Ah, nur die Harten kommen in den Garten. Okay. Bilder. Baby. 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 Hey. Und der P läuft wieder? Ist wieder enteist oder läuft dann oder friert noch? Gerade läuft er weiter. Ah, Decke drüber. Das waren mal wieder 8 Minuten. Es ist gediegen, das ist doch komisch, das muss doch irgendwie abzustellen sein. Also wenn da eine heiße Idee hätte, wäre ich sofort dabei. Das kann nur mit deinem System zu tun haben, nicht von dem FSX. Ich könnte dir einen Vorschlag machen. Kopier mir mal deine FSX-CFG. Ich lade die dann bei der Facebook-Gruppe hoch, in dieser Gruppe, die die Oh, gute Idee. bearbeiten. Aber gib mir dazu auch bitte deine Eckdaten deines Systems, wie viel Arbeitsspeicher und sowas und Grafik. Wer macht sowas? Sehr gute Idee, Auf Kaiser. Facebook ist eine Gruppe, die machen Ja. das. Echt? Die ist richtig Also gut. das wäre ein guter Vorschlag, richtig, mache ich. Das würde ich auch mal probieren. Ich gebe dir mal gerade den Link, Moment. Meine Güte, die haben dann erstmal 3 Jahre Arbeit, wenn wir da alle unsere CFG mal hinschicken. Nein, Also wenn der nein, Tour mit seinen die. 300 erstmal da das mal hinschickt, Was machen die das ruckzuck, wird echt spannend. wenn die Ja. da sind, hast du das innerhalb von ein Da paar sitzen Minuten richtige zurück. Experten drinne. Und das ist besser wie dieses eine, wie dieses automatische Tool da. Bene Turbo. Ja, genau. Ja, Die. das Automatische kann ja auch nicht wirklich jede Konfiguration wissen. Da gibt es ja wirklich so viele Feinheiten. Das ist das Problem. Du kommst nicht umhin, dein FSX mit deinem System selber immer abzugleichen. Ja. Ich sehe mal gar nichts hier, das ist ja grausig. Da kommt der Ricard rein.
ja, die VA noch starten. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Wieso? Hä? Ich hab doch angewählt 1-9 Ride. Na ja, gut. Weißt du schon, wo du parkst, Lion? Nö. Ja. Du? Ja, am Boden, was mit GSX sagt. Weil GSX hat ein Abbeginn, dass es auch nur die Gates anzeigt, die deine Airline reserviert sind. Bitte, was ist mit der Airline? Ist aufgefallen. GSX hat eine neue Funktion, dass es dir Gates anzeigt, die für deine Airline sind. Aha, nee, ich habe das noch nicht runtergeladen, das Update. Du musst doch erstmal den Add-on Manager herunterladen, installieren. Ja, ja. Und GSX hat eine neue Funktion, dass es bis zu 100 Metern nur zurückpusht. Ja, okay. Geradeaus. So, wie viel Zeit habe ich denn jetzt dafür? Was heißt denn Passing By, Lion? Bitte? Was heißt Passing By? Guck mal, wenn du Zeit hast, im FS Cloud Chat. Moment. Apropos Neustart ist jetzt momentan doch noch überflüssig. Also es geht noch nicht, sehe ich am DSP. Okay. Okay. Moment, woran siehst du das? Ja, also ich sehe, dass du noch über den Zentralserver läufst. Achso, alles klar. Guga, ich kann hier nirgendwo parken. Wie? Mit GSX, alles zu klein. Oh. Nichts für die 777 ausgelegt. Was? Dann wähl's aus und dann kannst du den Platz bearbeiten, dass er passt. Nimm irgendwas, was Medium ist oder so. Hast du das Add-on nicht drauf vom BIKF? Wer sagt denn, dass wir schon im BIKF sind? Ach, ja. Ihr seid ja noch da ganz hinten. Ist die Nachhut. Ach, ihr kommt. Du, ich stelle mich jetzt rein. Einfach irgendwo hin, Gugger. Okay. Soll ich noch dann auf euch warten im Start? Kannst du tun. Ich bin dann aber weg. Gugger. Achso, du bist jetzt dann weg. Ja. Dann warte gerade, dann entlade ich hier mal gerade die sämtlichen Leute und dann bin ich sofort auf dem Weg. Alles klar, dann bleib ich am Holding stehen. Fliegst du mit Route oder? Nee, ich flieg diesmal direkt wegen der FAA, die wahrscheinlich ohne Route kalkuliert war. Okay. Neues Zeit reichlich kalkuliert, ne? Ich guck mal gerade an. Also du kannst locker nach BIKF mit Route fliegen.
Ich sehe es. Buddy joined your channel. Ja, also wenn der FSX nicht einsteht. Guten Tag erstmal allen. Hi. Hey, Afghan. Hallo. Hallo. Hi. Ich hatte dich schon ein paar Mal angeschrieben, Afghan, aber dann das hast du wohl irgendwie nicht gelesen. Das könnte sein, weil ich war, mein Computer war an, aber ich war vielleicht beschäftigt. Okay. Ja. DSP, von welcher Stadt hast du? Wahrscheinlich der Links, ne? Ja. Ja gut, dann texte ich jetzt auch gleich zu Links. Ja, alles klar. Du hattest gefragt, Afghan, wegen wer die Rechte vom TeamSpeak geändert hat. Das hat Testily geändert, weil wir immer Probleme mit dem mit einem Player haben, der hier immer böse Sachen treibt. Ja, ich hab den auch mal mehrmals gebannt. Ja, ja. Den Putin meinst du? Genau. Und der ist jetzt aber ruhig um ihn geworden, weil er nichts mehr machen kann, war jetzt die letzten 2-3 Tage auch nicht mehr da. Er hat gestern, vorgestern nochmal probiert, unter einem Nickname zu kommen. Einmal unter Tattoo mein Handy. Und einmal unter, ich weiß den Namen nicht mehr. Aber da haben wir natürlich schnell gemerkt, wo er herkommt. Und dann war das Thema durch. Dann haben wir ihn einfach nicht beachtet und damit straft man ihn, glaube ich, am meisten. Ach, der ist in so... Idiot, was bringt ihn das, so, sowas zu machen? Tja, gar nichts. Sieht doch gut aus. Und, wie läuft Cloud? Sehr gut. Testily verzweifelt zwar ein bisschen manchmal, er hat ja jetzt auf Peer-to-Peer umgeschaltet. Und da hakt es ab und zu wohl nochmal. Aber jetzt die neuen Einstellungen, also wir haben uns heute, haben wir uns alle super gesehen. Okay. Auch weltweit oder nur in den Umgeben, 30 Meilen? Ja, in 30 Meilen. Ne? Bis 30 Meilen kannst du ja die Player sehen und ab 10 Meilen die Schrift. Ach so. Aber es geht halt um die Darstellung, wie die anderen dargestellt werden, wenn du im Boden fährst oder rollst und Takeoff und so. Ne? Das sah heute sehr gut aus. Ja, ich hab viel Spaß daran, also scheiße, wann darf ich? Hast du viel Arbeit? Warte, ich bin von einem Virus, wo ich dir erzählt habe. Habe ich dir erzählt, oder? Mhm. Wegen des Malware. Mein kompletten System muss ich neu installieren. Also nicht von meinem PC, sondern den Hoster, wo ich meine Webseiten und meine Sachen gehostet habe. Mhm. Sind alle neu. Und stell mal vor, meine komplette Datenbank war leer. Oh, weia. Kein Backup gehabt? Auch nicht genutzt. Dürften wir auch nicht ein Backup benutzen. Weil der Backup ist genauso wie Virus haben wie die anderen. Das ist ja kein Backup, das ist eine Replikation. Ein Unterschied. Aber, ich habe immer so gemacht, dass ich komplett Backup mache bei denen da, weil da sind die manchmal, bei uns ist meistens mit den Bildern sehr zu tun haben. Und wenn wir so Applikationen nehmen, dann ist das nur den Schrift, alte Bilder werden einfach weg sein. Und das ist für uns eine Haufen Arbeit, wieder Bilder zu herstellen. Für den in Branch Mode ist das wirklich die Bilder sehr wichtig. Deswegen. Ja, du weißt ja, wer keine Arbeit hat, der macht sich welche, ne? Mhm. Jetzt schon längst hinter mir. Übrigens, die VA war ziemlich, ist, glaube ich, ziemlich gut kalkuliert. Jetzt, wenn ich mal gerade drauf gucke, es sind 155 Minuten, glaube ich, waren es. Und ich brauche ungefähr so 140. Ja, die kannst du super fliegen mit Route. Nee, wir ohne. Haben die alle. Ich habe auch neuen. Die ohne Route, brauche ich so lange. Mit Route hätte ich wahrscheinlich noch mal ein gutes Stück länger gebraucht. Meinst du? Ich habe Coast Index von 999. Ne? Okay. Na, ich habe sogar noch 20 Minuten Zeit Überschuss. Ehrlich? Ja, ich sehe es ja dann nachher. Ja. Ja, wir haben die neuen Routen, haben wir alle